Und raus damit und weiter geht das Rumprobieren hier an der Yama. Heute schön auf Silberlachse, die hier an der Stelle ganz gut reingehen. Ja, ich teste und teste und teste. Und was soll ich sagen? Ja, Silberlachse gehen hier rein. Und ich habe jetzt gerade auch noch verschiedene andere Köder probiert als den, der hier eigentlich ganz gut funktioniert. Aber die klappen halt nicht so gut. Also ich habe hier angefangen mit Spinnern und bin jetzt hier weitergegangen zum 12 Gramm Volkov. Ist das Volkov? Volkov, Lures 12 Gramm, Type 1. Ja, und der liefert zumindest die Silberlachse hier schön in Folge, auch zum Teil, ja, ganz gute Größen, fast 3 Kilo. Das ist natürlich richtig gut, wenn man die so rauskriegt. Ich bin aber noch ein bisschen am Hadern. Also, ja, sie gehen rein, aber wie man jetzt gerade auch wieder sieht, nicht so regelmäßig. Und ich bin noch nicht so ganz sicher, woran es liegt. Woran hat es gelegen? Könnte man sich jetzt fragen. Tja, kann ich nicht sagen. Es ist immer wieder so, dass die zwischendurch reinballern und dann 3 Würfe, 4 Würfe, auf einmal gar nichts. Vielleicht treffe ich nicht genau die Stelle oder ich werfe nicht weit genug aus oder. Das ist halt jetzt die große Frage. Aber zwischendurch gehen sie halt rein. Und wenn die eben in so ganz schönen Größen reingehen, ist es bisher noch voll okay. Besser wäre aber jeder Wurf einen Silberlachs. Das ist ja klar. Also von daher heißt es hier tatsächlich noch ein bisschen testen. Und ja, oder ich gehe noch mal ein bisschen feiner rein. Das wäre vielleicht auch noch mal eine Option. Gucken wir gleich noch mal rein ins Setup. Dass dann vielleicht doch noch mal ein bisschen mehr funktioniert. Ein bisschen mehr Silberlachs wäre schon nice. Wir gucken gleich mal eben rein. Ich meine, ich bin so bei... War ich bei 12 oder bei 15? Vielleicht gehe ich auf 9 Kilo runter. Einfach nochmal deutlich feiner. Vielleicht triggert das nochmal ein bisschen mehr. Wir schauen mal eben rein. Auf 12 tatsächlich, ja. 12,7 Kilo. Und das heißt, ich gehe jetzt auf 9,6 Kilo runter. Bedeutet auch hier die Bremse etwas runterstellen. Wird schon ein bisschen tricky. Wird schon etwas gefährlich. Ich hoffe nicht, dass hier irgendwas Großes reingeht. Ja, Königslachs. Selbst ein großer Keter oder sowas würde schon ein bisschen Stress machen mit 8 Kilo. Aber das kriegen wir hin. Jetzt nochmal ein bisschen die Geschwindigkeit anpassen. Tja, und wie wir sehen, sehen wir nichts. Keine Auswirkung. Ich bin, wie gesagt, nicht so ganz sicher. Vielleicht ist es einfach die Entfernung. Da könnte ich gleich auch nochmal ein bisschen rumprobieren mit einer anderen Rolle. Eine kleinere Rolle verwenden, mit der ich dann zack, ein bisschen weiter rauskomme. Das ist aber jetzt nichts Großes. Ja, die ganz kleinen Silberlachse. Aber das war jetzt ein bisschen weiter links. Vielleicht ist das der Punkt, dass ich ein bisschen weiter links hin muss. Ich gehe, glaube ich, vielleicht einfach gleich nochmal ein bisschen weiter links rüber. Ja, Position, wer es noch nicht gesehen hat, 63... Also 163, 167. Wir sind hier unten am 1-Meter-Loch. Vielleicht ist die Kante hier the way to go. Und ich werfe hier gerade in dem Bereich. Und es triggert immer nur knapp, wenn ich hier hinkomme. Ne, wenn die Strömung hier lang zieht, vielleicht triggert es hier so gerade. Und ich muss vielleicht eher hier an diese Kante. Probieren wir doch gleich mal aus. Ich gehe jetzt hier hin. Und werfe... Na, so weit kann das nicht sein. Nochmal mehr nach da. Bisschen abtreiben. So. Locker durchziehen. Gar nicht so schnell vielleicht. Vielleicht ist das der Knackpunkt. Ja, wie gesagt, gerade schon mit dem 15 Gramm Slimshot probiert. Das war nicht so effektiv. Ansonsten, was ich halt auch immer teste, sind die 12 Gramm Spinner. Was ich übrigens noch nicht getestet habe, ist Hashtag, fällt mir gerade ein, Hashtag 3. Genau, den Hornet, den kann ich auch nochmal testen. Hornet einfach schön durchleiern, hat auch immer ganz gut geklappt. Den Orangen habe ich schon probiert. Fangen wir mal an hier mit 12 km/h, 12er Einholgeschwindigkeit. Vielleicht geht da noch was.
Also bisher bin ich bin jetzt schon zufrieden. Also die Anzahl der Silberlachse, Dolly Waden war auch schon mit dabei. Alles schon sehr, sehr gut. Aber möglicherweise muss ich einfach weiter raus. Ich werde es auf jeden Fall noch weiter testen. Vielleicht auch dann am nächsten Tag tatsächlich auch nochmal mit Spirulino und deutlich kleinerem Köder. Auch natürlich eine Option, ne? Jetzt mal auf 27, ein bisschen schneller. Aber auch hier wieder, der triggert nicht so richtig, ne? Wobei es halt schwer zu sagen, ne? Weil es auf dem anderen auch nicht jeden Fisch... Ah, Weiko habe ich noch nicht. Und Weiko 14 Gramm. Ha! Na, der fliegt nicht weit genug. Der ist ein bisschen zu klein. Ah, vielleicht doch. Na, schau mal einer, guck. Direkt Biss, Instant und Silberlachs. Aber trotz allem gleich nochmal den mit 14 Gramm testen. Den etwas größeren. Die Weikos haben immer wieder ganz gut geliefert. Das wäre natürlich richtig nice. So, Weiko jetzt mit 14 Gramm. Das wäre doch gelacht, wenn man hier eine Stelle hat. Ja, einser Haken, wo man eine gewisse... Oh, ich habe das Wasser berührt. Wo man eine gewisse Fischart findet, dass man den dann nicht noch gezielter irgendwie rausbekommt. Das kriegen wir doch irgendwie hin. So, jetzt nochmal richtig. Zack, jawohl. Mit 14 Gramm fliegt richtig schön weit raus. Und ich lasse hier mal so ein bisschen so Mitte 20 rum einfach durchleiern hier. Ja, also, Silberlachs-Spots immer wieder gut. Immer wieder wichtig, weil lohnt sich. Und wenn, zack. Und wenn wir jetzt da eine Stelle hinkriegen hier, wo wir schön kontinuierlich einen Silberlachs nach dem anderen ziehen können. Maßige natürlich, bitte. Noch ein bisschen weiter links. Guck mal, da vorne ist so ein Stein im Wasser. Vielleicht ist das so ein bisschen so ein Anhaltspunkt. Gehen wir nochmal langsamer rein, hier auf der 19 Uhr. Immer noch gerade mit der Wenger unterwegs. Schön entspannt. 500 Meter Schnur drauf. Falls mal was Dickes hier reingeht, kann man schön lange drillen. Wobei auf 9 Kilo Vorfach, da mache ich mir keine Hoffnung. Wenn da ein König reinsteigt, dann ist vorbei. Der zieht dann einfach ab. Alleine schon aufgrund der Strömung. Selbst bei 12 Kilo, zack, bei 12 Kilo Vorfächern oder Hauptschnur war das schon immer tricky. So, es geht weiter. Ich wollte gerade sagen, bisher, ja doch, weiter geht's. Silberlachs in Rot sieht man, sehr schön. Bisher kaum Keters. So soll das sein. Nur die Fische, die auch ein bisschen Silber bringen, also ein bisschen mehr als die ollen Keters, das ist doch schon gut und es geht weiter. Na, guck mal. Das ist doch sogar noch besser, weil auch noch ein etwas größerer Köder. Und wenn wir dann, Lennock nehmen wir auch, und wenn wir damit jetzt nochmal die etwas dickeren Brocken kriegen, ist das doch super. Ich gehe jetzt trotz allem nochmal ein bisschen schwerer rein. 12er Vorfach, also 12er Vorfachsmaterial, 12,3. Fluoro komplett, ohne Vorfach jetzt. Er fliegt richtig gut weit raus, das reicht mir an Entfernung. Jetzt gucken wir mal, dass wir da das Tempo nochmal anpassen, dass er so ein bisschen zu wiggeln kommt wieder. Und dann schön durchleiern und hoffen, dass das so funktioniert. Bremse wieder runter mit der Strömung. Bremse, Geschwindigkeit runter mit der Strömung. Bremse können wir so lassen erstmal. Und wieder durchleiern. Aber möglicherweise, ich werfe nochmal mehr nach da vorne hin. Das war, glaube ich, gerade besser. Zack, jawohl. Kommt richtig schön weit raus. Nochmal ein bisschen treiben lassen. Und dann reinkurbeln. Auch mit diesem Treiben lassen, das kann immer schon locken. Deswegen ruhig einfach auch mal testen, treiben lassen oder eben nicht. Sofort reingehen, sofort oberflächennah langziehen. Je nachdem, wie die Stelle da gerade ist, was da für Spots gerade durchquert werden mit diesem Köder. Immer schön anpassen oder ausprobieren zumindest. Einmal, wie gesagt, schnelles Einkurbeln, einmal treiben lassen. Auch mal Stop and Go probieren, mache ich auch gleich, habe ich noch gar nicht gemacht. Gerade hier am Yama geht das ja gut. Jetzt machen wir erstmal auswerfen und direkt einholen. Zack.
Vielleicht mal ein bisschen schneller auch. Und gleich machen wir auch vielleicht mal mit Einholgeschwindigkeit 50. Also richtig schnell. Zack, einfach mal ein bisschen durchziehen. Dann wieder ein bisschen Pause machen. Dann wieder ein bisschen durchziehen. Also diese Spielereien. Wie an jedem Gewässer, wo man eben auch mit dem Blinker rumhantiert. Dass man den Blinker noch mal ein bisschen interessanter macht. Als nur das normale Durchleiern. So, jetzt noch mal raus. In Richtung der tiefen Stelle hier. Tempo 50. Mit Shift. Und Pause machen und treiben lassen. Und ziehen und treiben lassen. Auch das am Yama hatte am Yama immer schon gute Wirkung gezeigt. Einfach mal dieses lange Pause lassen. Auch deutlich länger als so normal Jigführung geht. Wirklich einfach lange Pause. Und ich glaube, wir sind schon gleich hier drin. Im Nahbereich, ja, das war's schon wieder. Also, probieren, probieren, probieren. Ich werde hier, wie gesagt, gerade noch, es ist ja schon bald wieder Abend hier, oder ist schon Abend. Ich werde auf jeden Fall hier noch weiter rumprobieren. Weil der Spot, wie gesagt, mit der Anzahl an Silberlachsen ist schon richtig gut. Da kann bestimmt noch ein bisschen was gehen. Vielleicht auch gleich bei etwas anderer Temperatur. Vielleicht wird es ja gleich noch ein bisschen kühler. Gleich nochmal reinschauen. Andere Temperaturen testen. Und gucken, ob da nicht noch ein bisschen mehr rauszuholen ist. Gerade jetzt nochmal Kohle machen, Silber machen mit Silberlachsen. Das wird auch gelacht, wenn wir da nicht noch ein bisschen was zusammenkriegen hier. Ja, jetzt wird es natürlich schon langsam dunkel. Ich habe jetzt gerade nochmal umgebaut und bin nochmal eine Stufe größer reingegangen. Ich bin jetzt also hier mit dem 25er unterwegs, dem ganz großen Köder Weiko 25, auch der hier wieder in silbrig-grün. Das lief ja vor ein paar Wochen schon mal sehr, sehr gut mit diesem Köder. Auch hier gehe ich jetzt nochmal vielleicht hier vorne nochmal hin. So, und dann werfen wir da so schräg rüber, ein bisschen mehr gegen die Strömung. Auch hier nochmal ein bisschen locker durchleiern und gucken, ob da nicht noch was zu triggern geht. Aber urzeitmäßig ist natürlich jetzt so langsam Ende. Das heißt, die Nacht über gleich nochmal probieren hier auf Tauwurm in die Löcher werfen. Vielleicht gehen noch ein paar Quappen rein oder so, dass wir die Nacht ein bisschen überstehen können. Guck mal, wir kommen hier sogar in den Jig gerade rein. Auch nicht verkehrt. Einfach nochmal ein bisschen durchjiggen. Zum Testen, zum Probieren. Aber bestes Ergebnis bisher, muss man wirklich sagen. Also zum einen der 12 Gramm Type 1. Und zum anderen der 14 Gramm, gehen wir nochmal zurück, zack, 14 Gramm Weiko. Also, die haben beide richtig gut schon geliefert. Nicht zu schwer reingehen in das gesamte Setup hier. Eher ein bisschen feiner und ein bisschen dünner. Gerade für Silberlachs und für Rotlachs eher ein bisschen feiner reingehen. Mache ich gerne auch unter 15 Kilo Tragfähigkeit, also gerne so rund 9 bis 12 Kilo Tragfähigkeit. Ja, triggert einfach ein bisschen mehr. Und das speziell, also nochmal mehr bei den Rotlachsen, wenn ihr also Rotlachs sucht, nochmal lieber ein bisschen feiner rein. Ja, und ich glaube, ich breche jetzt hier auf. Das war's für den Spot. Viel getestet, aber ich muss sagen, ich bin auch wirklich ganz zufrieden. Die Anzahl der Silberlachse ist wirklich gut. Ja, die Dichte der Silberlachse hier an der Stelle ist wirklich gut. Die Größen, ja, sie können natürlich immer noch gerne größer werden, aber das kann man halt noch ein bisschen testen und optimieren. Vielleicht hast du ja noch eine Stelle, die gut läuft, oder findest hier an der Stelle mal so einen richtig schönen dicken Brocken mit einem passenden Köder. Gerne unten reinschreiben den Köder, damit wir das testen können. Alle, die das hier sehen, dann einfach mal ausprobieren, was denn da für euch am besten läuft. Also, Petri Lümmels zieht raus, die Silberlachse macht Silber. Und dann sehen wir uns im nächsten Video oder mal im Livestream auf Twitch. Montags, Mittwochs und Freitags immer um 19 Uhr. Petri.